Hallo und willkommen zu einem neuen Video. "72% finden Angela Merkel super. Somit ist sie auf Platz 2. Auf dem ersten Platz ist der Bundespräsident und auf dem dritten Platz unsere Bundesregierung. In der Corona-Krise ist das Vertrauen der Deutschen zu den politischen Institutionen laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und NTV gewachsen. Im aktuellen Ranking bringen die Deutschen, wie schon seit Jahren, dem Bundespräsidenten das größte Vertrauen entgegen. 76% haben großes oder sehr großes Vertrauen zum Bundespräsidenten. Das sind 3% mehr als zum Jahresanfang. Mit einem Zuwachs von 22% im Vergleich zum Vorjahr ist Angela Merkel auf Platz 2. Den größten Vertrauensschub hat unsere Bundesregierung gemacht. Die Bundesregierung kommt auf 60%. Das sind 26% mehr. Ja, meine Meinung. Berechtigt, definitiv haben die das. Machen auch aktuell einfach alle eine gute Arbeit. Und ja, ich hoffe, dass die Prozentpunkte weiter wachsen. Eigentlich ist bei fast allen die Prozentpunkte gestiegen, außer bei der Europäischen Union. Die macht 3% minus. Und ist somit auf 37%. Ja. Mal sehen, wie sich das so alles weiterentwickelt. Schreibt gerne eure Meinung dazu in den Kommentare. Seid ihr zufrieden mit den Statistiken oder nicht? Und stimmt dann auch gerne in die Infokarte ab. In diesem Sinne, macht's gut, ciao und tschüss.